Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Zurück in die Zukunft Part 2. Ja, Part 2 ist zwar nicht, ja, das ist die neue Folge, aber das hat jetzt nicht so ganz gepasst. Ihr wisst vielleicht, was ich meine, aber es ist ja keine neue Folge von Part 2, sondern es ist jetzt Part 2. Also schon am Anfang wieder ein kleiner Fehler, wenn man das so sagen kann, aber es gibt ja bekanntlich beim Let's Play keine Fehler. Und macht das so, wie man das macht. Ja, iPod, Batterie, fast lernen, egal. Also, dann wollten wir jetzt reingucken in den DeLorean. Und zwar mit Marty. Mal sehen, ob da jetzt wer drin ist. Oder ob da tatsächlich wirklich nichts drin ist und der nur irgendwie daher kam. Also, wir gucken jetzt mal rein. Doc? Wo kommst du her, mein Kleiner? Und wo hast du Doc gelassen? So, dann hier jetzt gucken wir mal, was hier alles so drin ist. Also hier sind tatsächlich ein paar Sachen, aber keiner... Also kein Mensch war hier drin, außer eben Einstein, der Hund. So, dann ist hier ein Schuh. Okay, Doc, wir haben uns zwar seit Monaten nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, dass das nicht Ihr Schuh ist. Jo. Dann tragbare Kassettenrekorder. Ich muss mal den Ton vielleicht einen Tick lauter stellen. So. Marty? Ah. Marty! Wenn du das hörst, dann ist die automatische DeLorean-Aufspürfunktion ein voller Erfolg. Automatisches Aufspüren? Für den Fall, dass ich es nicht schaffe, rechtzeitig zu meinem DeLorean zurückzukehren, habe ich die Zeitmaschine so programmiert, dass sie auch ohne mich in die vierdimensionalen Koordinaten springt. Wie du weißt, sind Zeitreisen sehr riskant und trotz all meiner Sicherheitsvorkehrungen besteht immer die Möglichkeit, dass ich irgendwann in Schwierigkeiten gerate. Das irgendwann ist jetzt oder schon vorbei oder später. Er steckt in Schwierigkeiten. Marty! Du hast schon einmal meine Vergangenheit gerettet. Oder war es die Zukunft? Wie auch immer, ich verlasse mich darauf, dass du das noch einmal tust. Bitte reise mit meinem DeLorean zurück oder vor, in die Zeit, in der ich mich befinde. Du wirst sicher wissen, was zu tun ist, wenn du hier bist. Das war's? Wollen Sie mir nicht sagen, wann das ist? Reise einfach zu dem Datum, das auf der Anzeige der Zeitleitung als letzte Abreisezeit angegeben ist. Viel Glück. Okay, okay, letzte Abreisezeit, letzte Abreisezeit. Verdammt. Komm schon, komm schon, komm schon! Mist! Großartig! Wie soll ich ihn jetzt finden? So, hier sehen wir, ist irgendwie ein Defekt oder so. Und dann gehen wir jetzt mal hier gucken, was könnte man denn hier machen? Wartet mal, ich glaube, ich habe eine Idee, weil ich das schon mal angezockt habe, aber auch nicht mehr so genau weiß. Den mysteriösen Schuh nehmen wir jetzt einfach mal, gehen hier aus dem Ding raus. Könnten den dann... Ja, da ist er ja, der Einstein. Mal Einstein zum Schnuppern geben. Was weißt du über diesen Schuh, Einy? Oh Mann, ich glaube, er hat eine Fährte aufgenommen. Okay, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Wie soll mich das zu Doc führen, Einy? So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir jetzt machen könnten hier. Also, anscheinend hat er uns hier irgendwo hingeführt und jetzt gucken wir mal. Ja, hier ist Summer. Von der Tür zurück. Oh. Nun will ich dich mal ansehen. Komm schon, Einstein. Wie ich es vermutet habe. Unruhestifter! Weg da! Na, wird's bald? Jo, die Alte hier, die meint, ich muss Stress machen. Da sagen wir dir doch mal, dass wir keine Rabauken sind. Ich bin kein Rowdy, Ma'am. Ich bin ein Teenager. Du
junger Mann, ich bin doch nicht von gestern. Du bist doch der Bengel, der jeden Morgen zwischen 8 und 8.30 Uhr mit seinem Skateboard auf unpünktlichste Weise über den Gerichtsplatz rast. Ja? Alle Skateboarder sind Rabauken. Das ist eine Tatsache. Schlag's nach. Jo, was könnte man denn noch sagen? Einstein hat mich hierher geführt, okay. Komm zur Sache, Kind. Wegen dir verpasse ich noch meine Lieblingssendung. Das ist es ja, verstehen Sie? Ich bin nicht sicher, warum ich hier bin. Einstein hat mich hergebracht und... Und? Machen wir mal. Ich habe etwas für Sie. Können Sie mich hereinlassen? Ich muss Ihnen etwas zeigen. Was ist es? Lass mal sehen. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir mal da rein. Es ist verschlossen. Ja, super. Wie können wir dann da reinkommen? Summer nochmal. Treib mich nicht zur Weißglut. Jetzt können wir da jetzt... Schild der Spielhalle. Sonst noch was? Ja. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Oh, jetzt geht sie wieder. Ach, junger Mann, ich habe bald keine Geduld mehr. Ja, Strickland. Sie sind nicht zufällig mit Vizedirektor Strickland verwandt, oder Ma'am? Es geht dich zwar nichts an, aber ja, ich bin seine Schwester, Edna. Du gehörst wohl zu den McFlys, dieser Bande von Faulpelzen. Ja, was hat der alte Strick, was hat Ihr Bruder sonst noch über mich erzählt? Nichts, was ich mir nicht selbst zusammenreimen könnte, Faulenzer. Ich habe etwas für Sie, jetzt müssen wir aber... Können Sie mich hereinlassen? Ich muss Ihnen etwas zeigen. Was ist es? Lass mal sehen. Starbase Zero. Ich hoffe, Jimmy hat den Wild Gunman repariert. Ich sollte mir ein kurzes Spiel gönnen. Okay, jetzt bin ich bereit. So, dann gehen wir jetzt nochmal zu der. Komm zur Sache, Kind. Wegen dir verpasse ich noch meine Lieblingssendung. Das ist es ja, verstehen Sie? Ich bin nicht sicher, warum ich hier bin. Einstein hat mich hergebracht und... Und? Also ich habe etwas für Sie. Können Sie mich hereinlassen? Ich muss Ihnen etwas zeigen. Was ist es? Lass mal sehen. Jetzt probieren wir es halt nochmal. Gehen wir nochmal Summer. Treib mich nicht zur Weißglut. Ja, doch schon irgendwie. Wie soll ich sonst da einsteigen? Was ist Doc passiert, Aini? Vielleicht ja mal. Warum hat Doc keinen Hundeübersetzer erfunden? Gerade ein bisschen complicated. Ja, die sollen wir nicht zur Weißglut treiben, aber jetzt sollen wir mal da rein. Es ist verschlossen. Auch nicht rein. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ach, junger Mann, ich habe bald keine Geduld mehr. Ich habe etwas für Sie. Können Sie mich hereinlassen? Ich muss Ihnen etwas zeigen. Was ist es? Lass mal sehen. Ich probiere es noch. Ach ja, ja, ich Idiot, hätte ich auch gleich drauf kommen können. Wir nehmen den Schuh und zeigen den der alten Oma. Ein Schuh? Was soll ich denn mit einem... Ups! Bleib da! Bleib da! So, jetzt können wir auch rein. Diese Kreatur muss draußen bleiben. Tut mir leid, Einstein. Hm.
ganz schön lang gedauert. Das sind eine Menge Stufen. Den Schuh zurückzubringen, meine ich. Ich habe ihn vor Ewigkeiten verloren. Stell ihn neben den anderen. Viel besser. So sauber und ordentlich. Ich nehme an, du willst jetzt eine Belohnung. Nein, ich... Ich habe nur Tee und Bonbons. Aber... Tut mir leid, dass ich dich einen Rowdy genannt habe. Ich versuche nicht vorschnell zu urteilen. Aber letztendlich sind 90% der Leute in dieser Stadt Rowdys. Das ist eine Tatsache. Lies es nach. Setz dich, mein Junge. Hey! Ihr da! Mach die Zigaretten aus! Ja, die hat irgendwie keine Hobbys. Aber jetzt gucken wir uns mal bei der so um. Die Bonbons sehen aus, als wären sie älter als ich. Heizkörper? Mann, sie hat's ganz schön heiß hier drin. Das ist der Teekessel. Ich bin gleich mit dem Tee zurück. Fass nicht an! So, jetzt haben wir die schon mal rausgelockt. Dann gucken wir schnell hier mal in den Zeitungen. Jugendliche in Unfall mit Güllelaster verwickelt. Nettes Bild. Was könnte man jetzt denn noch schauen? Vielleicht Küchentür, Tür zur Straße. Seltsam. Das Wasser kocht immer noch nicht. Ich glaube, wir müssen die alte noch mal ablenken. Gehen wir vielleicht noch mal an den Heizkörper. Das ist das Pfeifen. Ich erkoch das Wasser jetzt. So. Der höfliche Gast hält sich von der Küche fern, Mr. McFly. Ja. Fernglas. Darf ich einen Moment Ihr Fernglas benutzen? Nur zu, Schätzchen. Mann, das ist aber stark. Ich kann Biff sehen, wie er in die Videothek geht. Du glaubst nicht, was für einen Schund sich der Junge ansieht. Er ist ein außer Kontrolle geratener Hedonist, genau wie sein Vater. Wenn es hier einen Hinweis gibt, wo ich Doc finden kann, scheine ich ihn nicht zu sehen. Ich weiß nicht, wo ich zu suchen beginnen soll. Ich guck's nochmal, oder mal in den Hinweisen, gibt's ja auch noch. Vielleicht hat Miss Strickland Informationen, die bei deiner Suche helfen. Ah, wir können mal mit der quatschen. Wäre vielleicht nicht so blöd. Miss Strickland? Jack! Diane! Ich weiß, was ihr dort hinter dem Baum macht! Ja? Haben Sie ja schon was mit dem ganzen Zeitung Fernglas? Also erstmal das da. Wissen Sie noch, wann Sie Ihren Schuh verloren haben? Schuh? Dieser Schuh dort. Ach, der Schuh. Meine Güte, was für ein neugieriger Kerl. Weißt du, niemand mag wichtig, Tua. Aber... Oh gut, lass mich nachdenken. Ja, ich erinnere mich. Ich habe ihn bei einer Rauferei mit einem Hund verloren. Wann war das? Oh ja, am Tag, an dem die Bar abbrannte. Eine Flüsterstube? In Hill Valley? Tu nicht so überrascht, junger Mann. Deine Generation hat die moralische Verdorbenheit nicht erfunden. Die Sünde streift durch Hill Valley seit dem Tag seiner Gründung. Eine illegale Bar? Cool. Oh, jetzt bin ich wieder ans Headset gekommen.
Was ist mit den ganzen Zeitungen? Was ist mit all diesen Zeitungen? Das ist mein persönliches Archiv. Ich habe jede Ausgabe des Hill Valley Telegraphs, die je veröffentlicht wurde. Nicht doch. Jede einzelne Ausgabe? Von 1871 bis heute. Wenn es in Hill Valley passiert ist, dann findest du es in meinen Stapeln. Hätte du mir weiterhelfen? Könnten diese Zeitungen mir weiterhelfen vielleicht? Ich schätze, irgendwo in diesen Stapeln wartet ein Artikel über den Brand der illegalen Bar. Natürlich. Ich habe ihn wahrscheinlich selbst geschrieben. Ich war die Reporterin zu meiner Zeit, weißt du? Haben Sie eine Ahnung, wann dieser Artikel veröffentlicht wurde? Es muss an dem Tag gewesen sein, nachdem die Bar abgebrannt war. Ja, nee, das ist mir schon klar. Also dann frage ich jetzt mal eine illegale Bar. Cool. Wow, eine illegale Bar. Das war sicher wild. Hat man damals wirklich den Gin aus Schuhen getrunken, wie meine Großmutter erzählt hat? Das darf man nicht romantisieren, junger Mann. Die Prohibition war eine Zeit, in der Gangster die Stadt beherrschten und ehrliche Bürger sich fürchten mussten. Fernglas. Beobachten Sie die Sterne? Nein, mein Blick richtet sich auf niedrigere Dinge. Ist das... Lieutenant! Finger weg von der Radkappe, bevor ich deinen Vater rufe! Ja, wo war diese Bar? Und wo war sie? Die Bar, die abgebrannt ist, meine ich. Es ist so lange her, falls du nach schwarzgebranntem Fusel suchst. Nein, ich bin nur neugierig, das ist alles. Ich studiere Geschichte. Geschichtsstudenten, dass ich nicht lache. Eure Generation von Rabauken und Faulenzern sollte sich einmal wirklich für Geschichte interessieren. Miss Strickland? Videothek! Huh? Die Bar war dort am Rathausplatz. Für alle sichtbar und doch versteckt. Genau dort, wo heute dieser abscheuliche Videokassettenverleih steht. Dann muss die Videothek gebaut worden sein, nachdem die Bar abgebrannt ist. Ein Jahr später, meine ich mich zu erinnern. Hm. Könnten diese Zeitungen wir weiterhin, haben wir schon gefragt. Ich glaube, ich weiß, was wir machen. Gehen wir beenden. Lassen Sie sich nicht von mir aufhalten. Du da! Denk nicht mal daran, dieses Taschentuch auf den Boden zu werfen! Können wir jetzt mal in die Zeitungen gucken? Fass die nicht an! Meine Zeitungen sind in hervorragendem Zustand und genau geordnet. Ich lasse nicht zu, dass ein dahergelaufener Lausebengel sie mit Marmelade beschmiert. Jo. Dann locken wir sie nochmal raus. Hier, Heizkörper. Das ist das Pfeifen. Ich erkoche das Wasser jetzt. Probieren wir es nochmal und gucken jetzt mal die Zeit an. Weil wir jetzt ja mehr wissen. Aha. Haus der Browns zerstört. 1962? Nein, nein, er ist dort nicht gelandet. Einstein hat mir den Schuh gebracht und Miss Strickland hat den Schuh an dem Tag verloren, als die illegale Bar abgebrannt ist. Aber wann ist die Bar abgebrannt? Ich brauche zumindest das Jahr. Hm. Dann gehen wir auf Hinweise. Kettner hat ihren Schuh während der Brühe als eine illegale... Was ist dort vorgefallen? Noch ein Hinweis. Du suchst nach einem dort und kannst auf einem Gebäude finden. Noch ein Hinweis. Benutze etwas Fernglas, um die Videothek zu überprüfen. Okay. Probieren wir das mal. Weil ich mir jetzt wirklich nicht mehr sicher, darum habe ich jetzt mal alle durchrattern lassen. Darf ich einen Moment Ihr Fernglas benutzen? Nur zu, Schätzchen! Wieder aufgebaut im Februar 1932. Der Brand muss also vorher gewesen sein. Aber wann? Ich brauche ein Datum. Nur weil ich alt bin, muss ich sowas nicht wissen.
Jetzt guckt man noch mal in die Hinweise. Oder ich würde sagen, da die Folge jetzt schon über 20 Minuten läuft, würde ich sagen, ob wir wohl Doc noch finden in der nächsten Folge, das stellt sich auch heraus in der nächsten Folge. Also, ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Plapp.